Oh, oh. Oh mein Gott, hinter mir. Ich sehe sie. Ja, no. Licht aus. Aber oh, nee, sie hat nicht gejagt. Alles gut. Okay, ich habe ein Foto gemacht von ihr. Ich glaube, ich habe sie verscheucht vielleicht. Oh, okay, jetzt nee, sie jagt. Ich habe vorhin übrigens im Real Life meine Augen zugemacht, als ich mich versteckt habe. Das ist schon mich auch. Beim letzten Wo Mal bist du jetzt? In Axel? Ich bin schon draußen. Oh, hallo? Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin's euer D und wir sind wieder am Start mit Phasmophobia. Wir sind wieder im Dreiergespann unterwegs. Zusammen mit Axel und Shaggy bin ich hier am Start. Wir geben uns in die Highschool und jagen Patricia. Der Geist wird uns auf jeden Fall auf den Zahn führen und den letzten Beweis, der ist gar nicht mal so einfach zu bekommen. Es wird auf jeden Fall spannend, deswegen viel Spaß bei dem Video. Wie ARD oder so. Ah, ich sollte mir vielleicht bereit machen. Sorry, ich hab's. Aber sich dann gleich wieder beschweren, wenn wir nicht so schnell laden. Ich bin hier alleine in diesem Van. Was, schon wieder? Was, ich ja, bin auch drin. Du bist auch da. Also, weil da kommt immer dir? Insta auf 90% und dann ja. Lässt er sich noch ein bisschen Zeit. Ah, er ist da. Sorry, okay, ich hab's gerade voll vercheckt. Okay, Bewegungssensor passt, wäre perfekt. Kruzifix, das ist dein Job, Axel. Jawohl. Du kannst es ja so gut. EMF. Oh, ja, hallo. Aber beim letzten Mal ging es aber nicht so gut mit dem Kruzifix. Naja, doch, du hast ihn ja abgewehrt, nur danach hat er nochmal angegriffen und das hat ihm nicht gefallen. Ach, okay. Wir teilen uns auf jeden Fall auf, oder? Obwohl, das war doch ohne Jackie, oder? Meinst du, das würde dann nochmal ins Haus reingehen müssen? Der hat mir das Kruzifix aus der Hand geschlagen. Was? Ja. Das war aber dann. Fab, das war halt lustig. Wir hatten schon den Geist, dachten uns aber, ja, wir gehen doch mal rein. Wollten noch irgendwas machen. Er geht gerade vor mir durch die Tür, auf einmal geht die Tür zu. Ja. Scheiße. Aber nee, ich würde sagen. Bewegungssensor? Ja, den haben wir. Aber ich würde sagen, wir gehen zusammen rum, weil. Ja, wir müssen. Lol, was ist das Fette da? Was? Lol, das ist Para. Lol. Was? Was ist das? Ja, für Audio zum Mitnehmen. Ja. Das Parabolmikrofon. Was ist das? Das sieht aus wie ein seltsamer Schalldämpfer auf einer Pistole. Ja. Ah, das ist das Ding hier, das. Wie heißt das nochmal? Ne? Eis. Nee, Quatsch. Eis. Du weißt schon, die Leute, die diese Dinger da schieben und dann das Eis davor erwischen. Was? Hey, wie heißt das denn? Hier, Curling. Ja, genau. Das Eis. Das ist so ein Curling-Ding. Was okay, soll ich noch mitnehmen? Und das Problem ist halt, wenn wir uns aufteilen, ist halt dann auch irgendwie madig, weil wenn dann, was weiß ich, einer geht mit dem EMF rum, aber es gibt keinen EMF-Ausschlag, dann denkt er, yo, da ist kein Raum. Hä, was habe ich denn in der Hand? Ja, das stimmt. Du hast den Bewegungssensor. Ah. Oh. Den muss man an die Wand irgendwo machen. Oder so. Kann er auch, I don't know. Könntest du eine Kamera vielleicht mitnehmen oder ein Fotoapparat? Ich nehme ein Buch noch mit. Ich kann auch eine Kamera mitnehmen. Hat jeder auch oder? Eine Taschenlampe? Ja. Ja. Obwohl, einer von euch hat schon eine Kamera, oder? Jo, ich habe eine Fotokamera, aber du kannst ja wenigstens auch nochmal mitnehmen. Oder es nimmst Salz mit. Oder ich nehme die Videokamera mit hier, oder? Oder, ja, stimmt. Da haben wir noch nichts. Dann nehme ich die mit. Okay, aber ich würde sagen, wir gehen zusammen rum, weil, wie gesagt, wenn jetzt einer EMF rumgeht und hat keinen Ausschlag, aber er war theoretisch im Raum. So gesehen, bis wir den Raum haben, müssen wir sowieso jeder in jeden Raum. Sind wir soweit? Jo. EMF an. Ja, das schön mit seinem Kruzifix. Leave me alone. Wieso sieht man eigentlich immer den Schatten seiner Hand? Das weiß ich auch nicht so genau. Das ist eine gute Frage. Ach, ich hab mich schon so oft davor erschreckt. Ich weiß wieso, weil du es auch in VR spielen kannst. Ah. Beide so. Ah. Gehen wir rechts rum oder links rum? Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Ich dachte, wir sollen uns nicht. Er hört halt nie zu. Außer Hauptsache, der Dani sagt 5 Minuten. Also, wir teilen uns nicht auf. Also, in jedem guten Horrorfilm sagen sie, wir teilen uns auf. Na, wirklich. Die ganze Zeit. Also, wir teilen uns nicht auf. Wir müssen eh alle in jeden Raum rein. Ich würde sagen, wir teilen uns auf.
Genau so. Okay, mein Kruzifix hat keinen Anschlag. Das gut zu wissen. Das wäre halt cool, wenn es irgendwie anfangen würde, sich, weiß nicht, keine Ahnung, zu dampfen, glühen oder so. Ja, irgendwo in der Nähe ist. Nee, don't. Dass man sich so lange benutzen kann, verstehst du? Was ist das für ein fettes Klassenzimmer? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Cafeteria, oder? Ach so. Okay. Stimmt. Es gibt hier nur keine Essensausgabe. Es gibt nur Tische. Aber auf jedem Tisch steht ein Teller. Ja. Also, hallo? Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Ausschlag. Sagt mal, hört ihr das? Was denn? Das spielt doch einer Basketball. Echt? Ja. Ich höre nix. Ich auch nicht. Geh mal dem Geräusch nach. Hier ist der Ball. Ey. Gibt's hier einen Lichtschalter? Soll ich hier eine Kamera aufstellen? Der macht bei mir... Hier ist auch noch mal ein Basketball. Ich kann ja mal eine Kamera aufstellen. Irgendein Basketball, entweder leckt der Basketball. Oh, es ist nervig. Ich höre wirklich die ganze Zeit diesen Basketball. So duck, 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 duck. Aber jo, wir sollten hier mal geordnet durchgehen, nicht, dass wir dann Räume übersehen. Ja. Wie kann ich nochmal platzieren? Was machst du da hinten im Eck? Der platziert deine Kamera. Ach so. Ich hab sie gerade nur auf den Boden fallen lassen. Mann, wie F, oder? Mit F, ja. Ja, hier im Boden geht's ja aber nicht. Also, es ist aber, glaube ich, nicht der Raum. Aber dieser Basketball, den höre ich jetzt die ganze Zeit. Das ist ja super nervig. Ich kann die hier nicht platzieren irgendwie. Lass mal dann hier weitergehen, weil hier nach rechts rüber haben wir dann so die erste Hälfte praktisch. Jo, wir sollten Axel. Auf Axel warten. Axel, wo bist du? Ich bin noch in der Sporthalle. Hier ist klar, nach 5 Minuten kann der Geist ihn töten. Ja, aber ich habe versucht, die Kamera zu platzieren, aber es ging nicht. Nö, komm mal lieber. Ja, also ich höre auf jeden Fall diesen Basketball. Ich glaube aber, du bist echt ein bisschen nervt. Aber ihr hättet da ja keinen Ausschlag, oder? Nö, gar nichts. Boah, über 10 Grad. Telefon? Telefon. Oh. Das kam... So. Wo kam die Frage, war es oben oder war es hier irgendwo? Ist hier ein Telefon? Nee. Doch, hier ist eins. Echt? Ja, hier am Tisch. Hä, ich häng an einem Eimer. Ah. Aber ihr müsstet dann... Hey, Lena, warum könntest du halt deine Kamera vielleicht mal hinstellen? Ist hier kein Lichtschalter, Leute. Hier? Nee, entweder in dem Raum oder in dem anderen, da wo wir... Also in die Richtung vom Telefon. Also ich hab hier jetzt nichts, ich würde mal noch... Ich hab auch wir wissen jetzt gar nicht genau, wo es herkam, ne? Nee, wir wissen nur ungefähr hier die Ecke. Es kann aber auch im ersten Stock da in die Richtung sein. Okay, die Lichter sind aus. Scheiße. Wisst ihr noch, wo es war? Ja, unter der... Treppe. Unter der Treppe links vom Eingang. Gut, das wäre jetzt die Frage, ob hier hinten das Telefon ist oder eben im ersten Stock da hinten. Wir waren in dem Raum da noch nicht. Oh je. Grüß Gott. Lasst mich nicht allein. Warte, ich will auch noch mal in deinen Raum schauen. Also es müsste, glaube ich, irgendein Telefon sein, wo das Kabel nicht runterhängt. Ja gut, das ist jetzt die Frage, ob die da so viel Wert drauf legen. Bei den Geist. Kacke. Weiß ich nicht. Wir könnten jetzt das Licht anmachen und dann nochmal in den ersten Stock gehen und schauen da in die Richtung. Ja. Da ist noch ein Klassenzimmer da hinten. Na gut, hier reinzuschauen bringt nicht viel, weil das Telefon hat ja schon da hinten geklingelt. Oh mein Gott. Ja, also gehen wir direkt hoch oder wie und dahinter? Ja. Yep.
Jetzt habe ich mich erschrocken, weil der Basti so laut geschrien hat. Ihr seid oben? Ja. Ja. Oben und links. Kein Ausschlag. Ja, auch kein Ausschlag. Aber hier ist der Hörer drauf. Hier, wo ich gerade war, auch. Okay. Hier ist die Tür offen. Hier habe ich Ausschlag. Ah, okay. Ich habe hier was gesehen. Und Kälte. Hier drin. Das hier ist der Geisterraum, Kinder. Kinder, minus 10 Grad, ja. Yep. Okay, dann stell die Kamera auf. Ich schmeiß gleich mal das Buch hin. Mhm. Und leg das hier mal da drauf. Am besten auf dem Boden. Lol. Wow. Ja, ich hab's ins Regal gestellt. Okay, passt. Ist sie an? Warte, ich kann sie noch ein bisschen woanders hin. Wie heißt denn der Dude? Ich glaube, wir haben gar nicht nachgeschaut. Nee, wir haben auch die Box nicht dabei. Also das Lämpchen leuchtet grün. Ich glaube, die ist okay, an. Passt. Okay, da unten liegt das Buch. Gut, dann erstmal raus hier. Jo. Also ich hatte hier einen Zweier-Ausschlag, nur. Hier hinten lang, okay, ne? Oh, hier ist wieder Kälte. Seht ihr diese Wolke? Ja, kommt aus unserem Raum. Das könnte aber auch der Flur sein. Nee, ich hatte schon... Das kommt schon hier raus, glaube ich. Außer gut. Er verfolgt uns. Ja. Na gut, dann wissen wir jetzt hier die fast hinterste Tür. Hä? Axel... Mal gucken. Ich hab nämlich. Dann würde ich sagen, hier die Treppen runter, dann, wenn wir unten wieder reingehen, geht einer hinten die Tür rein, mach schnell das Licht an. Mhm. Und die anderen können ja dann schon mal zum Raum gehen. Sag mal, haltet ihr auch die ganze Zeit Shift? Mhm. Drück einfach nur Shift. Ich glaube, die Geisterjäger sind recht unsportlich, deswegen. Das ist hardcore. Wow. Aber gut, Gefriertemperaturen eintragen. Schon mal ein guter Anfang. Kann halt alles. Man hat echt Glück, wenn man hier so ein Telefon hört oder sowas und dann ungefähr weiß, welche Richtung. Ja, voll. Hattet ihr das letzte Mal auch oder nicht? Nee. Lass mal nicht. Ich hab nur eine Tür gehört. Nicht irgendwie. Boah. Ich hab nur eine Tür gehört, wo er mich angegriffen hat, aber dann war ich auch schon tot. Aber der war kurze Zeit schon recht aktiv. Mhm. Dann schnapp ich mir unseren Bewegungssensor. Ja, passt. Kruzifix hab ich auch dabei. Und ich hab mal die UV-Lampe dabei. Also wir hatten EMF-5, oder? Mhm. Echt, hatten wir EMF-5? Nee, EMF-5 nicht, wir hatten nur Dingens, nur, wie heißt, gefrierte Baton. Also sie heißt übrigens Patricia Harris. Ja, die Patricia. Was macht denn dieser Audiosensor eigentlich? Der nimmt Audio auf. Das würde mich jetzt interessieren, ob man da mit dem reden kann, wenn man das... Nee, den platzierst du an der Wand und dann hast du hier oben auf dem Bildschirm hast du einen Ausschlag. Ach ja, stimmt. Gut, dann nehme ich noch die Geisterbox mit. Okay, ich nehme noch Salz mit. Einer könnte noch die UV-Lampe mitnehmen vielleicht. Ja, ich kann die mitnehmen. Okay. Warte, sehen wir die Kamera? Ja, stimmt, die haben wir nicht gecheckt. Ah, hier, das müsste sein. Yep. Könnte man fast Licht anmachen, weil so sieht man dann echt wenig im Dunkeln. Kann ich den da jetzt schon hin platzieren? Nö. Okay. Na gut, dann. Dann würde ich sagen, ich gehe mal das Licht anmachen und ihr geht schon mal zum Raum, oder? Ah, wait, ist gerade aktiv. Ich würde noch warten kurz. Es könnte ja ein Gespenst oder so sein. Wenn es ein Gespenst ist, dann sieht man keine Fußabdrücke im Stimmt, ja. Salz.
Aber dann wird das eine chemische Reaktion geben, wenn er durchflatscht. Stimmt. Diese chemische Reaktion. Aber also sollen wir gleich hochgehen einfach? Könnt ihr machen, jo. Ich gehe hier hinten nur schnell durch die Tür, mach Ding an. Da gehe ich wieder außen rum. Dann kommt dann hinten zur Tür rein. Aber nicht, dass es ein was, das Mare, der im Dunkeln jagt? Was? Ja, irgendein Geist wird doch aktiver, wenn die Lichter aus sind. Nicht, dass es so einer ist. Warte mal, was könntest. Warte mal. Könnte es denn jetzt eigentlich sein? Viel? Momentan noch alles. Momentan kann es doch echt viel sein, ja. Ja. Okay, ich bin hinter dir. Let's go. Bist du schon drin? Hast du dich nicht reingetraut? Was? Nein, ich wollte nur auf dich warten. Ja, ja, ja. Was sieht da hinten? Achso, das ist Dani wahrscheinlich. Ja. Ich bin da hinten Licht. Der Geist verwendet jetzt Taschenlampen. Ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Welcher Raum ist es denn nochmal? Der war hier links, oder? Kurz vor der Biegung. Gott, ey. Dann ist einfach so ultra langsam. Ich habe ehrlich gesagt wenig Bock. Hier? Ja. Ja. Hey, frag mich mal. Ich hab die Geisterbox in der Hand. F. Die Lichter könnt ihr vielleicht wieder anmachen, gell? F. Ja, aber Axel testet gerade, ob er Fingerabdruck... Ich hab einen Fingerabdruck gesehen. Bin ich dumm? Echt? Wo? Nee, bin ich nicht. Komm mal nochmal zurück. Ja. Ja, da ist einer. Warte, ich mach Foto. Was? Hauptsache, den sieht man nicht mehr auf der Kamera. Oh mein Gott. So, ich hab davon auch mal schnell ein Foto gemacht. Also, der Bewegungssensor schlägt jetzt auch aus, wenn wir dran vorbeigehen. Im Buch steht nix. Es könnte ein Gespenst schon mal sein. Okay, warte, ich rede mal mit ihm. Patricia, bist du da? Patricia Harris, bist du ein Freund? Scheiße. Willst du uns töten? Warte mal schnell. Gespenst Jakob? Oder... Banshee. Wir verwüsten dein Klassenzimmer. Patricia EMF Harris. Drin? Oder Geisterbox. Ah, warte, es könnte. Hat einer geschaut, ob der auch mit mehreren Leuten zusammenredet? Nee, aber es ist. Es ist entweder es ist EMF5. Ich geh mal nochmal raus. Oder eben Geisterbox. Ich geh mal kurz. Oh, oh mein Gott, hinter mir! Seh sie! Ja, no. Licht aus. Aber nee, sie hat nicht gejagt. Alles gut. Okay, ich habe ein Foto gemacht von ihr. Ich glaube, ich habe sie verscheucht vielleicht. Oh, okay, jetzt sie jagt. Sie ist bei mir. Sie ist bei mir. Tötet sie dich? Will ich schon sagen. Komm mit deinem Kruzifix. Nein, ich bin down. Scheiße. Ich komme mit deinem Kruzifix. Hallo, ich bin doch nicht da. Shit, wir haben die Lichter wieder zu früh angemacht, glaube ich. Scheiße. Oh my God, oh my God. Also. Aber ich habe mehrere Fotos gemacht. Okay. Okay, also. Fingerabdruck. Ich hätte gerne noch das EMF. Es kann nur Gespenst oder Banshee sein. Genau, das ist. Aber ich gemein. Das kann halt eben nur die Geisterbox sein. Oder. Nimm doch mal das EMF5. Bei Geisterbox habe ich mit dir geredet, zweimal nichts erkannt. Scheiße. Schnell, sie jagt nochmal. Oh mein Gott, nee, geht nicht. Sie jagt nochmal. Wo seid ihr? Licht aus, oder? An der Tür. Seid ihr draußen? Nein. Nee. Ich erschritte. Seid ihr im ersten Stock? Ich auch. Nein. Nein. Aber hier ist sie. Hier ist sie. Wo hier? Im Nebenraum. Sie geht jetzt den Flur entlang, nach rechts in die Toiletten rein. Geht wieder raus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Geht weiter. Sie geht gerade Richtung Treppe im ersten Stock. Wir können nicht raus. Sie geht jetzt die Treppe runter. Ja, ist. Okay, mal. Sie ist weg. Ich sehe sie nicht mehr. Scheiße, ich weiß nicht, wo ich hingehe. Die Tür ist auf. Oh mein Gott, warte auf mich. Alter, ich habe aus dem Nebenraum und ich bin gerade nachgelaufen bis zu den Treppen. Oh mein Gott. Fuck this, Alter. Oh mein Gott. Die ist ein bisschen aggro. Das ist wieder der Geist aus The Grudge.
Ich bin echt? Meter vor der Tür, auf einmal fängt das Licht an zu flackern, die Tür geht nicht auf. Du und deine Türen zum nach draußen kommen. Die hat dich voll komisch gejagt, die ist am Boden vor dir gekrochen, dann bist du umgefallen. Ja, die hatten wir schon mal, das allererste Mal. Bei mir stand sie halt erstmal in der Ecke, Licht hat noch nicht geflackert, alles gut, auf einmal verschwindet sie und dann bam, Licht hat angefangen zu flackern und sie kommt. Okay, also der Bewegungssensor. Okay. Ah, guck mal. Siehst du das da? Der Bewegungssensor, der ist grün und jetzt ist er rot. Ja. Ist voll geil. Wenn er rot ist, dann ist sie nicht drin. Also dann bewegt sie auf jeden Fall sich nicht. Ist ja richtig cool. Mhm. Okay, cool. Aber was war das Banshee? Ist das Banshee. Unser Raum? Jo. Das ist Klassenzimmer A. Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Ja, okay, also die trotzdem gekillt, obwohl ich sie angeguckt habe damit. Aber vielleicht hätte ich heute das Kruzifix auch haben müssen. Also Geisterbox hatte ich zweimal nichts, also da stand das. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Eine Person. Wir sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Aber der Geist ist nicht durch Wände gegangen. Es könnte zwar sein, dass er durch Türen gegangen ist, weil ich war ja tot, also konnte ich es jetzt nicht sehen. Aber er ist in die meisten Räume reingegangen. Okay. Er ist halt nur durch die Türen, also nicht durch die Wände. Keine Ahnung, wie... Sanity ist okay. Wir nehmen nochmal das EMF mit einfach. EMF und was war das andere? Weiß ich nicht. Geisterbox. Jo, dann. Die ist noch drin. Ja, dann nimmst du das EMF, der Axel nimmt, schaut, dass er einen Platz frei hat und nimmt dann vielleicht Geisterbox nochmal. Ich will die Geisterbox. Wie gesagt, ich habe zweimal mit dir geredet und stand zweimal nichts erkannt. Ich nehme noch das Knicklicht mit. Gucken wir mal, ob vielleicht Fußabdrücke da sind. Ich könnte doch noch eine Kamera mitnehmen, für den Fall, dass man nochmal irgendwas sieht. Also ich habe jetzt Taschenlampe und Kruzifix. Passt schon. Ich habe schöne Fotos vom Geist gemacht. Einmal von hinten, einmal von vorne. Warte mal, die muss ich mir mal schnell anschauen. Ups. Allein von dem Telefon, das hat auch gezielt als Foto-Interaktion. Nice. Lol, ich sehe halt einfach nur die Hälfte von ihr, weil die andere Hälfte hinter der Tür versteckt ist. Ja. okay, dann strahlen wir nochmal rein. Wie gesagt, eben F5 oder Dingens, oder? Oder was? Audio, oder? Ja. Viel Spaß. Aber die Geisterbox liegt drinnen irgendwo, oder was? Liegt neben meiner Leiche. Und kann ich die aufheben überhaupt? Ja, wenn du einen Platz frei hast im Inventar, dann schon. Ah, okay. Passt. Ich mag ehrlich gesagt da nicht nochmal rein. Ich auch nicht. Aber ich habe ein Kruzifix. Ich fühle mich sicher. Schön, du hättest eigentlich auch noch ein Kruzifix mitnehmen können, Shaggy. Für den Fall, dass er dich angreift. Ich dachte mir, ich nehme mal, keine Ahnung, das Knicklicht mit. Und versuch dich einfach hinter mir zu verstecken. Aber lieber, wenn er nämlich nur eine Person jagt, dann passt, dann kann wahrscheinlich auch nur diese eine Person mit dem Kruzifix nicht abwehren. Maybe. Aber da stand halt auch bei der Banshee, dass die weniger aggressiv ist im Umkreis davon. Deshalb wollte ich das Knicklicht mitnehmen, damit ich das anmachen kann und einfach da reinschmeißen kann. Und das hat welchen Zweck? Genau. Wenn es nämlich ein Geist, ein Gespenst ist, sieht man die Fußspuren nämlich nicht. Der ist gerade in den falschen Raum gegangen? Weiß ich nicht. Jackie. Nee. Ja. Aber aus dem Raum kam sie raus. Was? Ja. Okay, warte, ich muss jetzt erstmal die Geisterbox nehmen. Okay, sie sind jedes Ding reingelatscht. Ja. In jedes Salzding. Also es muss eigentlich eine Banshee sein. Wir können eigentlich schon gehen. Naja, muss nicht sein, weil es kann auch sein, dass... Weil Fußabdrücke sehen wir ja nicht. Und ein Gespenst läuft ja auch rein, dass halt so eine Reaktion stattfindet. Deswegen ist schwer zu sagen. Nee, also im Gespenst haben wir ja keine läuft Ausstimme. Nicht rein, glaube ich. Aber wir hatten doch schon mal ein Gespenst, wo wir ja eben diese Reaktion auslösen wollten. Ah ja, stimmt. Und dabei ein Häufchen bedingt. Oh Gott, ich hab so Schiss. Der Bewegungssensor ist gerade an. Aber warte, bin es ich? Nee. Also ich stand drin. Ah, nee, ich bin's. Nee, doch. Doch, ich bin's. Mann, schreck mich nicht. Soll ich jetzt mit dir reden oder nicht? Ja, red mal.
Warte. Ah, nee, vielleicht auch nicht. Jetzt, komm, sag irgendwas. Ist mir sicher. Wie haben Sie nicht geguckt? Patricia. Patricia. Wir haben vergessen. Die Tür geht zu. Wieso geht die Tür zu? Oh mein Gott, die Tür hat sich bewegt. Nee, du. An eurer Stelle würde ich schnell machen. Patricia, bist du hier? Ich hab halt. Das EMF habe ich in der Hand. Patricia, bist du hier? Oh, Scheiße. Bist du uns gut gesinnt? Oh mein Gott! Sie war hinter dir. Oh mein Gott! Ja. Was? Ja, sie ist hinter dir erschienen. Ich kann sie ja sehen als im Geistermond. Oh mein Gott. Okay, ich würde sagen, das heißt Geisterbox, oder? Naja, stand da irgendwas drauf? Was stand da was drauf? Ja, auf der Geisterbox steht was drauf, wenn sie irgendwas sagt, zum Beispiel wie ja. Hi oder sowas. Ah, da ist sie wieder. Sie huntet. Ich. Nee, tut sie noch nicht. Ja, aber es kommt gleich. Bei mir hat's. Ja. Sie ist weg. Hat sie verscheucht. Oh, nice. Hast du Ausschlag? Nee, ich hatte gar nichts. Shit. Es muss die Box sein. Ja, muss die hat jetzt instant darauf reagiert. Ja, aber sie muss eben was sagen, das ist das Problem. Ja, aber es muss die Box sein. Ja. Weil ich hatte nichts am EMF. Also wirklich überhaupt nichts. Aber also, ist schon untypisch. Aber bei mir stand sie ja gerade eben auch so in der Ecke. Oh mein Gott. Und auf einmal hat es mich halt angegriffen. Und sie hat den Axel gestalkt. Ja. Also sollen wir das. Hier, links geht's raus. Ja. Hauptsache, der Axel macht gerade Moonwalk. sollen wir dann das. Hä? Schau mal, wie aggro sie gewesen ist. Oder war das schon so? Ich glaube, das war schon so. Okay. Da ist ja auch keine Tür drin. Also das wird schon hardcore. Oh. Sollen wir dann. Sollen wir nochmal reingehen oder lieber nicht? Oder sollen wir es einfach riskieren? Ich weiß nicht, wenn wir nochmal reingehen, solltest du vielleicht auch so einen Kruzifix mitnehmen. Ja, jetzt habe ich mein Knicklicht weggeschmissen. Ich glaube, das ist ganz gut. Oh, mein Herz. Wie gesagt, Geisterbox oder EMF brauchen wir halt. Es kann halt auch sein, Schicke, dass du erstmal durch den Raum durchgehen musst, weil du warst jetzt nur die ganze Zeit an einer Stelle. Ich bin dann nochmal zum Axel in die Nähe gegangen, wo der Geist noch da stand. Vielleicht musst du einfach mal so durch den Raum gehen, keine Ahnung. Weil wir haben halt nichts Konkretes gerade, das ist ein bisschen. Wie kann das nicht funktioniert haben mit deinem Ding? Dachte ich auch, ich habe sie angeguckt und bin auf sie zugegangen, dann ist sie verschwunden. Hast du irgendwas geklickt oder vielleicht musst du dich angreifen und deswegen und dabei? Also beim letzten Mal mit dem Ding hat es auch nur funktioniert, ich musste sie aber nur angucken. Aber vielleicht kann sein, dass dich da der Geist angreifen wollte. Und das deswegen funktioniert hat. Ich würde mal sagen, der Axel nimmt jetzt nochmal die Box her und nimmt mal Sanity-Pillen, weil er hat nämlich nur noch 30 Sanity, ich auch, aber ich nehme die Box nicht her. Hehe. Ist das ein Plan? Können wir es nicht durch Ausschussverfahren irgendwie machen? Für was werdet ihr denn? Warte, Banshee. Jäger wird alles attackieren. Er ist bekannt, sein Opfer zu stalken, bis das jemand tötet. Das würde darauf deuten, dass sie erstmal nur in der Ecke stand und nichts gemacht hat. Ja. Es jagt nur eine Person und das wäre EMF Level 5. Schwierig. Das hab Gespenst. Ich aber nicht. Beim Gespenst müsste so eine Reaktion stattfinden. Beim Salz, so eine giftige Reaktion. Hast du gesehen, wie das durch Wände geht vielleicht? Also nee. Ein Gespenst berührt nie den Boden, wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann. Deshalb, und der Geist ist aber reingetreten. Aber das war ja beim letzten Mal auch, als wir ein Gespenst hatten, wo ich ja in dem Raum verreckt bin, wo du von draußen reingeschaut hast. Da war auch ein Häufchen zerstört. Meinst du? Ja. Da war ein Häufchen kaputt, weil es war ja noch kurz bevor ich dann als Geist rausgegangen bin, um Axel zu helfen, der sich verlaufen hat, weil er keine Taschenlampe hatte. Da habe ich gesehen, dass ein Häufchen zerstört war. Also ich kann auch noch einmal reingehen mit dem Ding. Was willst du nochmal? Ja, I don't know. Also irgendwie brauchen wir jetzt Klarheit, oder? Aber dann nimm die Sanity-Pillen. Ich gehe hinter dir her. Das können wir okay. Schon machen. Dann stirbt halt einer von uns. Das ist halt dann leider so. Pillen. Muss ich die einfach nur essen, oder? Genau, ja. Hier oben sind links die. Links oben. Einfach nur nehmen und dann halt Inventar auswählen und glaub rechtsklick oder sowas. Ja. Ah, ich habe gerade Inventar voll. Scheiße. So, wie ist deine Sanity jetzt? Ah, das hat geschmeckt.
Hä? Du 70. hast immer noch eine 30er Sanity. Nee, so 74. Nee, ah, jetzt hat. 70, jetzt 70, hat. 70. Ja, ja gut, das passt doch schon mal. Dann nimm beide auch das Crucifix. Hast du Crucifix dabei? Hab ich in der Hand. Okay. Axel, du am besten auch Crucifix. Hab ich in der Hand. Okay. Sollen wir Fahrtkurs spielen, von der anderen Seite reingehen? Oh Gott, ciao Leben. Schenke dir am besten auch Crucifix mit. Habe ich in der Hand. Okay, hat sie jetzt hier. Also soll ich mitkommen oder soll ich die Bildschirme im Auge behalten? Oder ich sage, wenn sie gerade irgendwas macht. Oh. Ja, wobei, ich gehe lieber mit, weil dann kann ich sie sehen, dann kann ich euch sagen, wo sie ist, wenn sie handelt. Ja, dann kannst du ein bisschen scouten vielleicht. Ja. Okay. Aber meinst du, muss ich überhaupt in den Raum reingehen, um mit dir zu reden? Ja. Also du kannst auch jetzt schon mal anfangen, aber jedes Mal, wenn du halt ihren Namen sagst, provozierst du sie. Also sie wütend da. Da könnte es halt sein, dass sie schon angreift, bevor ihr beim Raum seid. Und die Lichter überhaupt an? Ich glaube nicht. Ich hab, ah, doch. Lichter sind an, Lichter doch. Kann ich schlecht sagen, ich bin ein Geist. Oh mein Gott. Ich habe vorhin übrigens im Real Life meine Augen zugemacht, als ich mich versteckt habe. Das siehst du mich auch. Ja, wirklich. Das ist das Spiel. Oh, sie huntet. Ah. Scheiße. Ja, tschüss. Sie huntet. Ach, Licht aus, Licht aus. Hallo, mach das Licht aus. Ich hab's Licht ausgemacht. Wo in meinem Raum geht das Licht nicht aus. Sie kommt den Gang entlang. Sie geht aber erstmal noch in den einen Raum rein, in den Nebenraum. In meinem Raum geht das Licht nicht aus. Ja, nee, sie ist gerade im Nebenraum von unserem Geisterraum. Jetzt geht sie gerade den Korridor entlang, Richtung Treppe. Ja. Geht Richtung Treppe, Kinder, bewegt euch. Oder versteckt euch. Ich versteck mich einfach. Okay, sie ist jetzt auf der Treppe. Okay, sie ist weg. Oh. Wo seid ihr? Hier, ich bin hier in dem Nebenraum. Hier ich ist der Ausgang. Also wirklich direkt in dem Nebenraum von unserem Geisterraum. Okay, ja. Nee, du warst einen Raum daneben noch. Okay, noch einen Raum daneben. Das Alter. War dein Glück, weil sie ist aus dem Raum hier, wo du gerade vorbeigegangen bist, oh ist hier rausgekommen. Oh mein Gott. Kann es sein, dass sie mich gehuntet hat? Warst du unten? Ich bin runtergelaufen, ja. Ja, dann hat sie dich gehuntet. Okay, dann ist es Banshee. Weil dann stalkt sie nämlich. Ja, sie hat nur einen Geil, nur eine Person. Ansonsten hätte sie bei der Shiggy. Und hast du EMF zufällig nicht, oder? Nee. Okay. Könnte ich jetzt aber anmachen. Nee, dann huntet sie aber wirklich dich, weil ich war direkt im Nebenraum und sie hätte mich nehmen können. Ja, ihr muss mich hunten. Aber ich war viel weiter weg. Beim letzten Wo bist Mal du jetzt? In Axel? Ich bin schon draußen. Oh, hallo? Ich bin bei dir, Schenk. Immer bin ich alleine hier drin. Was heißt alleine? Ich bin auch da. Ja, okay, aber du kannst doch nichts tun. No. No. Ja, hallo, ich bin Schutzengel. Oh Gott, ey. Ich hätte gefeiert, wenn er dich in Spani blockt und dann geht die Tür zu. Oh, Halleluja. Ja, gut. Und ich hock da in diesem Raum und das Licht, das Licht hat so geflackert, weil sie gehuntet hat. Also das Licht im Zimmer. Ja. Und ich konnte das nicht ausmachen. Oh, ich bin die Treppe nach unten gegangen, dann hat unten überall das Licht angefangen zu flackern. Ja, wie gesagt, sie ist erst in einen Raum reingegangen, in den Nebenraum vor dem Geisterraum. Und boah, dann auf Gott einmal sei Dank. Ist sie straight den Flur lang gegangen zur Treppe. Ja, dann ist es aber echt so, dass sie wirklich auf Jagd ist. Ja. Boah, jetzt ist sie wieder auf 10. Ja, okay. Ja, gut, dass sie rausgegangen seid, sonst wäre es jetzt nochmal übel. Also ich wäre gesaved, also keine Ahnung. Also ich habe gute Fotos. Das zweite Geistfoto funktioniert zwar nicht, also zählt nicht, aber drei Fotos haben wir. Gut, Banshee auswählen und Fini. Hat ihr da ausgewählt? Ja, aber ausgewählt. Axel, hast du lass ausgewählt? Mich noch mal checken. Ich habe Gefriertemperaturen, Fingerabdrücke und EMF, Banshee. Yep. Okay. Okay, dann fahren wir. Ihr müsst auf Knopf drücken, ich darf nicht. Bin gespannt. Ich auch. Wenn's ja, jetzt nice. Nice. Dass du es halt immer schon so früh siehst. Du Spoiler, voll. Ja, voller Spoiler. Das war's mal wieder mit dem Video. Wir haben es doch noch geschafft, den Geist zu erkennen. Es war auf jeden Fall eine Hardcore-Aktion, nochmal in das Haus reinzugehen. Gerade für Axel und Shaggy. Zum Glück hatten wir zwei Kruzifixe, somit war es ein bisschen safer. Ich konnte als Geist gut scouten, das war auf jeden Fall ganz praktisch. Und ja, nächste Folge gibt's auch wieder im Dreiergespann. Hoffentlich hat es euch gefallen und hoffentlich schaltet ihr auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao.